Post von der Krankenkasse. Na, was schreiben Sie denn? Ach ja, die elektronische Gesundheitskarte. Das ist auch schon der zweite Brief. Aber was ist eigentlich eine elektronische Gesundheitskarte? Die Überlegung und Idee der elektronischen Gesundheitskarte war, wenn man jetzt mal zunächst die technischen Möglichkeiten betrachtet, eben die Datensicherheit bei der Übertragung von Daten zu verbessern, zu vereinfachen, zu beschleunigen, alles auf einer solchen Karte vorzuhalten und unter Umständen eben auch einen Sicherheitsstandard für Patienten, was zum Beispiel Notfalldatensatz angeht, zu erhöhen. Das waren die Ziele der elektronischen Gesundheitskarte, die bis heute die gleichen sind, die im Grundsatz nicht völlig falsch sind, die aber natürlich schwer umzusetzen sind, mit viel Aufwand verbunden sind, einen sehr teuren Prozess darstellen und bei dem man jetzt in der Umsetzungsphase sieht, dass man eben doch auf viele, viele Widerstände und auch Probleme stößt. Widerstände und Probleme? Da frage ich doch mal bei Fürbot nach, einem gemeinnützigen Verein für Bürgerrechte und Datenschutz. Die Funktionen, die jetzt konkret eingeführt werden, sind sehr wenige. Sind eigentlich nur die versicherten Stammdaten. Also das, was jetzt auf der alten Krankenkassenkarte auch schon aufgedruckt ist, wird dann künftig nochmal auf dem Chip gespeichert. Es wird der Zuzahlungsstatus gespeichert. Es soll ein Foto aufgedruckt werden, das ich auch sehr kritisch sehe, weil es zum Anfordern dieses Fotos durch die Krankenkassen keine gesetzliche Grundlage gibt. Ich denke, wir wissen, wir kriegen viele Karten hier, von denen wir nicht wissen, ob es tatsächlich derjenige ist, der die Karte in der Hand hält. Dann wäre es ja eigentlich logisch, dass auch die Identität der Person, des Versicherten, mit dem Foto geprüft wird. Das ist aber nicht der Fall. In der Tat, meine Krankenkasse weiß nicht, wie ich aussehe. Theoretisch könnte ich ein x-beliebiges Foto hinschicken. Aber im Grundsatz finde ich es nicht dramatisch, dass ein Bild da drauf ist. Ein Bild ist auf meiner Bahncard drauf, ein Bild ist auf meinem Personalausweis drauf, auf meinem Führerschein, auf vielen anderen sozusagen Plastikkartendokumenten, die ich in meiner Tasche oder in meiner Brieftasche habe. Den Nutzen dieses Lichtbildes kann ich nicht nachvollziehen. Aber was kann die Karte noch? Die hat aber die technischen Voraussetzungen, all die Dinge, die man optional sozusagen eines Tages vielleicht nutzen kann. Dazu zählt eben der Notfalldatensatz, zählt zum Beispiel eine elektronische Patientenakte. Diese Dinge kann sie technisch, insofern ist die Einführung durchaus sinnvoll. Die jetzige Nutzung oder die augenblickliche Nutzung wird sich beschränken auf das, was wir mit der Krankenversichertenkarte im Moment auch tun. Also es gibt noch keine online-basierten Zentralserver, die soll es in Zukunft geben. Was im Moment passiert, ist also ursprünglich mal ein sehr ausgeklügeltes System gewesen, mit Kartenlesegeräten, mit einem Card-to-Card-System heißt es. Das heißt, also Sie bekommen die Gesundheitskarte, Ihr Arzt hat einen Heilberufsausweis und in der Arztpraxis gibt es noch sogenannte Institutsausweise. So, das heißt, eigentlich werden die Informationen auf der Karte erst freigeschaltet, wenn Sie Ihre Karte eingesteckt haben, Ihre PIN-Nummer eingegeben haben, der Arzt seine Karte eingesteckt hat und seine PIN-Nummer eingegeben hat. Und dann sollte ursprünglich, so war es geplant, über einen Connector eine sichere Verbindung hergestellt werden. Sollte. So taucht es in einem von WikiLeaks veröffentlichten Gematik-Dokument von 2006 auf. Doch der Connector ist zu teuer. Er macht 15% der Kosten der Telematik-Infrastruktur aus. Das heißt, jetzt haben wir ein, ich würde sagen, kastriertes System, ein um Sicherheitsbestimmungen kastriertes System, das in keinster Weise mehr als sicher bezeichnet werden kann. Ich glaube, dass die Datensicherheit im Rahmen der elektronischen Gesundheitskarte entgegen mancher Befürchtungen von Fundamentalisten, die sozusagen große Probleme haben mit elektronischem Datenverkehr, dass die Datensicherheit in der EG-Karte größer ist als zum jetzigen Zeitpunkt. Ohne Konnektoren, ohne diese sicheren Verbindungen. Das heißt, noch bevor das Ganze überhaupt online geht, ist es zum Beispiel möglich, die Notfalldaten zu manipulieren? Da bin ich überfragt, kann ich Ihnen keine relevante Auskunft zu geben, weil ich über die technischen Details und auch Veränderungen, die sich da ergeben haben, im Detail nicht Bescheid weiß. Wissen es denn die gesetzlichen Krankenkassen? Ich frage nach. Leider ist niemand befugt, mit mir zu sprechen und auf manch einen versprochenen Rückruf warte ich bis heute. Eine Krankenkasse äußert sich knapp in schriftlicher Form. Grundsätzlich stehen wir den Medien immer gerne als Interviewpartner zur Verfügung. Da sich beim Thema EGK momentan allerdings noch schwer absehen lässt, wie sich die Karte bewähren wird, können wir noch keine eindeutige Stellungnahme dazu abgeben. Wir bitten Sie um Verständnis. Lediglich die BKK Oetker bezieht detailliert Stellung. Aufgrund der aktuellen Berichterstattung in verschiedenen Medien können wir nachvollziehen, wenn manche unserer
Versicherten bezüglich Fragen des Datenschutzes verunsichert sind. Daher haben auch wir die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte in den ersten Phasen dieses Projektes kritisch beobachtet. Inzwischen ist die Karte allerdings durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zugelassen worden und wird vom Bundesdatenschutzbeauftragten für sicher befunden. Unter diesen Voraussetzungen sind wir überzeugt, dass die elektronische Gesundheitskarte mit ihren Funktionen zu einer besseren Versorgung unserer Versicherten und damit auch zu Kosteneinsparungen führen kann. Kosten einsparen. Ein gutes Stichwort. Schauen wir nochmal in das Dokument der Gematik. Sie kalkulierte 2006 die Krankenkassen zu den Gewinnern der EGK. Verlierer, wen überrascht es, die gesetzlichen Krankenversicherten, Zahnärzte, Krankenhäuser, Apotheken und am teuersten wird es für die Ärzte. Wer hat sich das nur ausgedacht? Die elektronische Gesundheitskarte ist eine Idee, die ist geboren worden während der Zeit der Gesundheitsministerin Schmidt und ist maßgeblich vorangetrieben worden vom jetzigen Schlichter in dem Bereich der Gematik, nämlich von dem ehemaligen Staatssekretär Herrn Schröder, der sich heute als Schlichter eben um diese Weiterentwicklung der Gematik, der Gesellschaft für Telematik und Gesundheitswesen kümmert. Ob Herr Schröder Deutschland damit einen Dienst erwiesen hat? Mein Foto gebe ich her. Ein gutes Gefühl habe ich nicht dabei. Aber meiner Kasse kann ich keinen Vorwurf machen. Sie wurde vom Gesetzgeber verpflichtet, bis zum Jahresende 10% ihrer Versicherten mit der elektronischen Gesundheitskarte auszustatten. Andernfalls gibt es weniger Geld aus den Gesundheitsfonds. Ich hoffe, dass ich in der Zukunft wirklich selber entscheiden kann. Wer weiß, ob ich HIV-positiv oder psychisch krank bin.